Also das neue Buch und auch es ist ein Debütroman von Karin Noor, Herr Merse bricht auf, ist ein ganz schräges Buch. Ich vermute, es wird einige Leser geben, die dieses Buch gleich weglesen, legen werden und sagen, nee, mit Herrn Merse kann ich nichts anfangen. Ich war begeistert. Also Herr Merse ist ein Hornist und er ist Mitte 40. Und vor 3 Jahren hat ihn seine Frau Dagmar, eine Flötistin, ganz unmittelbar, ganz überraschend verlassen. Sie sind inzwischen geschieden, aber Herr Merse ist mit dem Thema Dagmar immer noch nicht durch. Herr Merse tut eigentlich immer das, was er schon immer gemacht hat. Also er ist kein Freund von Überraschungen und somit, es ist wieder Sommer, ist eigentlich klar, dass er auch wieder nach Sylt fährt, in die Ferienwohnung seiner Schwester Barbara und seinen Horn mitnimmt und dort seine Ferientage verbringen möchte. Auch klar ist, dass er wieder in der Strandkorb-Ansiedlung verweilen wird, die er jedes Jahr aufsucht. Was aber überraschend ist, er findet dort Kontakt. Kontakt zu einer alleinstehenden Frau mit ihren beiden Kindern. Und vor allen Dingen fühlt sich der Sohn dieser Frau sehr Herr Merse nahe und besucht ihn in seinem Strandkorb und die beiden bekommen eine sehr schöne Verbindung. Die alleinerziehende Mutter ist ebenfalls ganz erfreut über diesen Kontakt und Herr Merse stellt sich schon so einiges vor. Vielleicht kann ich noch verraten, dass Herr Merse ganz kühn das Tagebuch seiner Frau Dagmar aus der ehemals gemeinsamen Wohnung gestohlen hat und nun nach 3 Jahren in diesem Sylt-Urlaub in der Lage ist, da einen Blick reinzuwerfen und sich damit zu beschäftigen, was seiner Frau damals durch den Kopf gegangen ist und erfährt dabei unter anderem, dass sie dass ein Kind erwartet hat, von dem er gar nichts wusste und dass sie für sich, ohne mit ihm darüber gesprochen zu haben, beschlossen hatte, dieses Kind nicht zu bekommen. Und das reißt natürlich Wunden auf und gleichzeitig vertieft es auch die Geschichte, die sich da anbahnt, die aber dann ganz und gar nicht so verläuft, wie man es vielleicht vermuten könnte, sondern Karin Noor versteht es, den Leser zu überraschen. Und das Buch ist psychologisch witzig, geistreich, schön erzählt und eine nette Lektüre für ein schönes Wochenende oder für die Ferien. Ja, endlich ein neues Buch von Seruya Chalef für den Rest des Lebens. Seruya Chalef involviert ein eigentlich immer sofort emotional sehr stark. Und das ist auch in diesem Buch so. Es geht um eine alte Dame, Chemda, die im Grunde im Sterben liegt. Also während des ganzen Romans liegt sie im Bett. Ihr Bewusstsein ist auch nicht mehr so klar. Sie erinnert sich am deutlichsten an ihre Kindheit im Kibbutz. Und einiges ist aber auch sehr verschwommen. Sie hat 2 Kinder, die beide Mitte 40 sind. Eine Tochter und einen Sohn. Und die beiden sind sehr mit ihren eigenen Problemen eigentlich beschäftigt und wahrscheinlich auch angestoßen durch die Situation ihrer Mutter, merken sie, sie stecken mitten in einer Lebenskrise, ihre Familien sind ein bisschen zerrissen und sie wünschen sich eigentlich ein ganz anderes Leben, um glücklich zu sein und fangen dann beide ganz unabhängig voneinander an, Dinge zu unternehmen, um sich ihre Wünsche zu erfüllen, bei denen der Leser erstmal denkt, oh Gott, was machen wir jetzt bloß, das kann ja irgendwie nichts werden und das ist völlig verrückt und man denkt nur, die reiten sich nur noch weiter rein. Aber mit der Zeit wird das dann und man hat auch das Gefühl, dass Chemda, die da nur im Bett liegt, eigentlich die Fäden in der Hand hält und ja. Mehr will ich da auch nicht verraten. Es lohnt sich sehr zu lesen und versöhnt einen sehr mit dem Leben, so unvollkommen es auch sein mag.